Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Schon bevor es tatsächlich losging, war allen Athleten anzumerken, das hier ist größer und spektakulärer, als sie es gewohnt sind. Die deutschen Juniorenmeisterschaften der Sportakrobatik in der Schweriner Palmberg Arena. Mehr als 1000 Zuschauer, nichts für schwache Nerven. Wie muss es da erst bei den Lokalmatadoren vom VfL Schwerin aussehen? Lilly Kutter und Camille Herrmann kurz vor ihrer Übung. EM-Bronzemedaillengewinnerin 2013, deutsche Jugendmeisterinnen. Gerade sind sie wieder mit einer Finalteilnahme von der EM zurückgekommen. Äußerlich ließen sie sich die besondere Situation nicht anmerken. Ich war trotzdem sehr entspannt. Und klar muss man das ausblenden, dieses ganze Drumherum und das Gejubel, das war schon mehr als bei den anderen. Aber man fühlt so die Unterstützung und wie die alle hinter uns stehen und das macht Spaß. Um bei den heimdeutschen Meisterschaften dabei sein zu können, starteten die beiden gleich zwei Altersklassen über ihre eigentlichen. Dazu hatten sie nach der EM nur 2 Wochen Zeit, das Programm perfekt auf die Matte zu bringen. Bei der ersten Hebelfigur gleich ein grober Schnitzer. Das Wichtigste jetzt, positive Ausstrahlung und ganz schnell weitermachen. Man muss sich einfach denken, man hat die ganze Übung eigentlich noch vor sich und dass der Rest halt immer noch klappen kann und es noch nicht vorbei ist. Es war das erste Mal im Wettkampf, dieses Element, überhaupt diese ganzen Elemente als Verbindung zusammen in einer Übung. Und wir haben uns nicht vorgenommen, perfekt zu turnen. Wir wollten nur schon mal zeigen, was wir so können werden in der Zukunft. Und genau das ist den beiden dann auch wirklich gelungen. Vor den Augen des Bundestrainers hatte Camille und Lillys Wettkampfprogramm den höchsten Schwierigkeitsgrad. Sie wollten schon mal einen Fingerzeig in Richtung WM-Nominierung geben. Angesporen vom Publikum, konnte das Paar auch ungewohnte Elemente bravourös meistern. Zugute kam ihnen dabei ihr Status als Trainingsweltmeister. Sie trainieren, also man kann sie nicht tot trainieren, sage ich mal so. Sie trainieren, es ist nie ein Trainingstag zu lang, es ist nie ein Trainingstag zu viel. Sie schuften ohne Ende, sie sind ganz pingelig, was Kleinigkeiten angeht. Sie versuchen immer wieder, wenn kleine Fehler sind, immer wieder und immer wieder. Und das macht ihre Stärke dann letztlich aus, ne? Übung beendet, Durchschnaufen und banges Warten auf die Wertung. Mit einer Endnote von 26,09 gewann Camille und Lilly diesen Wettkampf, trotz kleinem Fehler, souverän. Im Dezember folgen die WM-Nominierungen. Dort wird das Paar des VfL Schwerin dann ehrgeizig den nächsten Schritt anstreben. Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.